Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal zu einer anderen Zeit. Es ist Samstag und ich möchte gerne mal ausprobieren, die Videos immer zu einem anderen Tag hochzuladen, also immer Samstag um 9:30 Uhr. Und deswegen fangen wir heute mal genau an dem Tag auch an. Wir nähen nämlich diesmal zusammen einen Schlafsack. Mein Schlafsack hier, der hat jetzt den Reißverschluss, der von unten nach oben zu öffnen ist. Diese Variante ist eine von vielen Varianten, die ihr nähen könnt. Ihr könnt unter anderem entweder auch noch hier oben mit Druckknöpfen arbeiten in dem Schulterbereich oder nur mit Druckknöpfen, also ohne Reißverschluss. Da ist das Schnittmuster ganz flexibel. Das Schnittmuster findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und dann legen wir los. Genau, hier seht ihr die Materialien, die ihr benötigt. Ihr benötigt einen Außenstoff, einen Innenstoff. Bei mir sind das jetzt beide Baumwollstoffe. Dann benötigt ihr einen Futterstoff. Da habe ich jetzt ein atmungsaktives Volumenvlies genommen. Einen Reißverschluss in der entsprechenden Länge. Ansonsten braucht ihr noch Schrägband oder Bündchenstoff. Das ist eigentlich egal, was euch lieber ist. Dann ein Rollschneider, eine Schere. So, dann kommen wir zu den Zuschnitten. Und zwar benötigt ihr einmal für den Außenstoff das Rückteil. Das ist jetzt hier einmal diese ganze Länge. Und dann benötigt ihr noch zweimal das Vorderteil von dem Außenstoff. Und zwar ist das Ganze etwas kürzer. Und zwar benötigt ihr hier zwei Teile, einmal spiegelverkehrt zugeschnitten. Das ist jeweils jetzt immer die Hälfte. Da müsst ihr noch dann dran denken, dass ihr hier die Nahtzugabe noch extra dazu gebt. Insgesamt fehlt überall die Nahtzugabe, die müsst ihr noch dazu fügen. Und das Ganze ist jetzt unten hier etwas kürzer, denn da ich mich für die Variante mit Reißverschluss entschieden habe, braucht ihr dann von dem Außenstoff noch unten diesen Schlussteil. Denn der Reißverschluss wird nachher nur bis hierhin gehen und diese Fußpartie hier, die ist dann sozusagen ohne Reißverschluss. Also der Reißverschluss geht ja bis hierhin nachher. Die Schnittteile, die ich euch eben für den Außenstoff gezeigt habe, benötigt ihr auch für den Innenstoff und für das Futter. Also alle Teile sozusagen dreimal zuschneiden. Ja, dann kommen wir auch schon zum ersten Schritt. Und zwar benötigt ihr jetzt euren Außenstoff. Und zwar die Vorderseiten, also die zwei Vorderseiten und den Reißverschluss. Den Reißverschluss könnt ihr euch einmal auftrennen. Und den Reißverschluss stecken wir uns jetzt einmal an den Vorderseiten fest. Dann nehmt euch eine Seite von der Vorderseite, von dem Außenstoff und den halben Reißverschluss. Und legt euch den Stoff jetzt mit der Vorderseite, also mit der rechten Seite, nach oben. Und jetzt müsst ihr euch halt überlegen, wie der Reißverschluss bei euch angebracht werden soll. Wenn ich möchte, das Ganze von oben nach unten aufzumachen ist, also habe ich den Schlussteil, den nehme ich jetzt hier oben dran. Und jetzt legt ihr den Reißverschluss rechts auf rechts auf den Stoff und fixiert das Ganze mit Stecknadeln. Ich lasse mir hier oben etwas Platz, damit ich das Ganze hier dann noch mit Schrägband einfassen kann und vielleicht nachher eventuell noch so einen kleinen Schutz für das Kinn dran machen kann. Jetzt habe ich mir hier einmal den Reißverschluss mit meinen Stecknadeln fixiert und jetzt kommt auf die rechte Seite des Außenstoffes die rechte Seite meines Innenstoffes. Die lege ich jetzt hier drauf und da drauf kommt jetzt nochmal mein Innenfutter. Jetzt stecke ich mir das Ganze hier auch nochmal fest. Also ihr könnt jetzt hier entweder diese Nadel nochmal abnehmen oder nochmal eine extra Nadel hier jeweils reinmachen. Das macht ihr am besten, wie euch das am einfachsten ist, nachher zum Nähen. Und wenn ich mich vergewissere, dass das jetzt alles hier gut drauf liegt, dann stecke ich das jetzt einmal um bei mir. Und zwar nehme ich dafür einfach hier unten die raus und stecke das einmal hier um. Jetzt habe ich das Ganze einmal aufgeklappt, so soll das nachher aussehen. Dann sieht man hier nur schön den Reißverschluss. Das Futter, das verschwindet nach innen, dann haben wir hier den Außenstoff und hier den Innenstoff. Habt ihr das Ganze so schon einmal fixiert mit euren Stecknadeln. Das gleiche könnt ihr jetzt mit der anderen Seite auch machen, also sozusagen hier mit der gegenüberliegenden Seite. Und dann kann das Ganze auch einmal hier entlang einmal abgesteppt werden. Jetzt habe ich hier die zweite Seite auch einmal fixiert mit meinen Stecknadeln. Und wenn ihr dann hier den Reißverschluss einbindet in das Ganze, dann schaut, dass das ungefähr dieselbe Höhe hat wie auch bei eurem Reißverschluss auf der anderen Seite. Sodass das nachher auch gut ineinander passt und euch das nicht verzieht beim Zusammenziehen. Und ich werde das Ganze jetzt hier einmal mit meiner Overlock-Maschine absteppen. Und das mache ich dann mit der anderen Seite auch.
Jetzt habe ich hier beide Seiten einmal abgesteppt. Jetzt klappe ich mir das Ganze einmal auf und stecke mir das dann hier einmal mit meinen Wonder Clips nochmal fest. Jetzt habe ich mir das hier einmal mit den Wonder Clips nochmal fixiert. Und jetzt könnt ihr das Ganze hier noch einmal absteppen an der Naht mit einem Reißverschlussfuß. Und für normalen Stoff, so wie den Baumwollstoff hier, diesen Webstoff, könnt ihr einen normalen Gradstich verwenden. Für andere Stoffe, die flexibel sind, dehnbar sind, würde ich auf jeden Fall einen dehnbaren Stich verwenden, wie einen Zickzackstich. Das hier einmal so gemacht, könnt ihr das auch mit der zweiten Seite so machen. Jetzt habe ich das Ganze hier einmal abgesteppt und jetzt öffne ich mir hier nochmal meinen Reißverschluss ein Stück. Und jetzt lege ich mir hier auf den Außenstoff mein unteres Teil des Außenstoffes rechts auf rechts. Und ich möchte auf jeden Fall hier nachher diesen Reißverschluss etwas verschließen, indem ich das Ganze dann absteppe, damit dieses ja sozusagen endet. Und jetzt lege ich mir noch auf den Außenstoff erstmal meinen Futterstoff und darauf lege ich mir dann meinen Innenstoff mit der rechten Seite nach oben. Jetzt fixiere ich mir das Ganze hier mit meinen Wonder Clips und schaue dabei, dass ich hier alle Lagen gut fixiere, dass beim Absteppen ja, ich einfach keine Lage vergesse. Und das Ganze ist jetzt bei mir ganz schön dick, weil ich hier, wie gesagt, da habe ich jetzt zwei Lagen von dem Volumenvlies mit drin. Deswegen muss ich hier aufpassen, dass ich hier alle Lagen gut erwische beim Abstecken. Wenn ihr bei den Reißverschluss näht, dann näht hier vorsichtig, etwas langsamer oder am besten ganz mit dem Handdraht, damit euch die Nadel hier nicht abbricht. Genau, und hier einmal das Ganze dann an der festgesteppten Kante einmal absteppen. Jetzt habe ich das Ganze hier einmal abgesteppt. Jetzt seht ihr hier den Reißverschluss, den kann ich jetzt hier öffnen und der stoppt dann hier unten, der geht dann nicht weiter und reißt mir auch nicht mehr aus. Und jetzt kann ich mir noch meinen Rückteil anbringen. Dazu nehme ich mir jetzt den Außenstoff meines Rückteils, das ist bei mir jetzt auch der rosa Wölkchenstoff, und lege den jetzt hier mit der rechten Seite auf die rechte Seite des Vorderteils. Jetzt wende ich mir das Ganze, sodass mein Innenstoff zu sehen ist, bei mir jetzt hier der weiß gepunktete Stoff. Und darauf lege ich mir jetzt rechts auf rechts den Innenstoff, sodass ich hier meinen Innenstoff rechts auf rechts liegen habe. Und darauf dann nochmal zum Schluss mein Futterstoff. Jetzt kann ich mir einmal hier die Seiten fixieren mit meinen Wonder Clips oder mit Stecknadeln, je nachdem was ihr habt. Wenn ihr das Ganze einmal rundherum fixiert habt, dann könnt ihr jetzt von Achsel zur nächsten Achsel das Ganze einmal absteppen an der festgesteppten Kante. So sieht das jetzt bei mir aus. Jetzt kann ich mir das Ganze einmal wenden. Und zwar ziehe ich dazu hier meinen Stoff, den Außenstoff auf. Jetzt seht ihr, hier habe ich meine beiden Außenstoffe. Einmal die Vorderseite mit Reißverschluss und einmal das Rückteil. Und dadurch ziehe ich mir jetzt das untere Teil meines Schlafsacks. So, jetzt habe ich mir das Ganze gewendet. Was jetzt noch offen ist, ist oben der Schulterbereich. Und das werde ich mir jetzt noch verschließen. Dann müsst ihr einmal den Reißverschluss aufmachen. Dann legt ihr jetzt hier den Außenstoff rechts auf rechts so zusammen. Und könnt das Ganze einmal oben fixieren mit Stecknadeln oder mit Wonderclip. Das macht ihr mit der anderen Seite auch. Und dann kann das Ganze noch einmal abgesteppt werden. Jetzt finde ich, kommt der etwas knifflige Teil von dem Ganzen. Und zwar ist das jetzt bei mir. Ich möchte gerne hier das Schrägband anbringen. Bündchenstoff wäre wahrscheinlich leichter. Aber ich habe einfach noch viel Schrägband momentan da und ich möchte da auch, ja, ich bin noch kein Profi und möchte einfach noch ein bisschen besser drin werden und Schrägband anbringen. Und deswegen mache ich das jetzt hier mit Schrägband. Und so mache ich das so, ich lege mir das Schrägband an, ich schaue einmal, wie viel Schrägband ich ungefähr brauche. Lege ich mir jetzt um die Halsöffnung. Schneide mir das Stück dann ab und jetzt klappe ich mir das Ganze einmal auf, die eine Seite, und lege mir das jetzt hier folgendermaßen an. Also ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Auf dem Video, und zwar lege ich die rechte Seite des Schrägbands an die Kante meines Stoffes an, so dass das untere Teil des Schrägbands ja nach unten weg zeigt. Dann stecken wir das jetzt einmal hier an dieser vorgebügelten Kante fest. So, jetzt mache ich das einmal rundherum fest. Vorne schlage ich mir das noch ein bisschen ein, so dass man die Kante, wo ich das Ganze abgeschnitten habe, nicht sieht, somit das schön abschließt.
Und jetzt kann das Ganze auch schon einmal festgesteppt werden. Und zwar steppt ihr an dieser ersten vorgebügelten Kante, die ihr hier seht, das Ganze einmal ab. So sieht das jetzt aus. Dann kann man hier einmal das Schrägband nach innen wegklappen. Und dann auch hier das Ganze, dass es schön aufeinander liegt, dass man die vorherige Naht, die man gemacht hat, von der Innenseite nicht sieht. Und könnt das Ganze mit Stecknadel noch einmal fixieren, denn wir steppen das Ganze jetzt noch ein zweites Mal ab. Genau, und jetzt das Ganze wird jetzt einmal hier noch rundherum abgesteppt. Schaut einfach, dass ihr schön nah am Rand des Schrägbands absteppt und dass ihr die Rückseite des Schrägbands auch noch mit erwischt. Also es ist etwas eine Übungssache. Ich verlinke euch aber gerne unten nochmal einen Blogbeitrag, wo das Ganze auch nochmal erklärt ist. Ihr habt das einmal so gemacht, dann macht ihr das auch einmal hier mit den Armpartien. Und dann seid ihr fertig. Ja, und das war's auch schon. Wenn ihr an den Armen noch das Schrägband mit eingenäht habt, so wie bei mir jetzt, habe ich einmal das Ganze hier noch eingesetzt und hier. Das funktioniert genauso wie hier oben beim Halsausschnitt. Und dann seid ihr auch schon fertig mit dem Schlafsack. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann auch über euer Abo. Und dann würde ich sagen, zur neuen Zeit nächste Woche Samstag wieder um 9:30 Uhr. Bis dahin, tschüss!